Willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Wir gucken mal kurz zum Kristarium. Da haben wir gerade mal 922 Punkte zu begeben. Das heißt, das lohnt sich noch nicht. So, was machen wir denn dann? Da gibt es wieder was zum Absahnen. Und das sind doch wieder solche tanzenden kleinen Viecher. Hatten wir die schon mal? Hatten wir euch schon mal? Nee. Kobold C. Okay. Ja, okay, das C gehört eigentlich nicht dazu. ABC. Aha. Schwäche, Feuer, alles klar. Gut, scheint jetzt aber auch nicht so mega stark zu sein. Diese Kobolde. Also sollten wir mit denen auch keine großen Probleme haben. Und im Schockzustand und tot. Wunderbar. Gut, das war's auch schon. 384 Kristallpunkte, einmal Leder. Und dann ab zu dem Behälter. Was gibst du mir? Ein Weisheitsamulett. Okay, und hier gibt's nichts. Ach ja, was ich mal gucken wollte, wegen der Ausrüstung. Ich habe Fang nämlich irgendwas total bescheuertes. Ja, Fang hat nämlich schon ein Weisheitsamulett. Genau, das war nämlich das Valum in Notlage, was eigentlich bei Fang nicht viel bringt. Giftresistenz, ja, Courage in Notlage. Würde ich mal sagen, ich gebe hier das hier mal. Das ist die Regenbogenkette. Hope hat das Magiersiegel. Ach ja, genau, bei Hope habe ich das extra so gemacht, damit er nämlich ein bisschen mehr TP dazu zur Verfügung hat, ein bisschen mehr davon hat. Deswegen lasse ich das auch mal bei Hope so, wie es war. Und verändere dann nichts. Ah, schon wieder so ein bisschen Gelee. Was für eine Verschwendung, mutiertes Gelee. Okay, so, da ist ja auch überall Feuer. Mit wem fangen wir an? Fangen wir mit den Kobolden an, oder? Hier sollten wir noch schnell platt bekommen. So, Feuer. Was ist das? Das ist auch wieder ein total anderer. Oder den hatte ich doch noch gar nicht. Und irgendwie gefällt mir das nicht, was da jetzt abgeht. Okay, bei dem ist das auch alles normal. Ah, ich hätte mir Heiltränke kaufen müssen. Das habe ich vergessen. Oh, cool. Bin tot. Haha. Okay, vielleicht doch lieber das Chili zuerst. Ja, ich hätte mir Heiltränke kaufen sollen. Ja. Kommt her, meine Freunde. So, Feuer und Gelee. Kümmern wir uns erstmal um die hier. Wunderbar. Weg mit dem. Weiter mit dem nächsten. So. Wunderbar, auch weg. Dann weiter mit den Kobolden. Nicht vergessen zu heilen, Hope. Das ist wichtig. Gut, auch der ist weg. Ah, sieht das Ganze doch jetzt schon ganz anders aus, wenn wir uns zuerst um dieses Gelee kümmern. So schnell kann es gehen. Und 716 Kristallpunkte, hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. So. Ja, 2000, knapp über 2000 Kristallpunkte. Lohnt sich eigentlich fast nicht, aber ich verbrate die Punkte jetzt trotzdem gleich.
Brecher weiter. Gut. Und bei Fang, was machen wir bei Fang? Bei Fang machen wir den Manipulator, glaube ich, noch ein Stückchen, oder? So. Nebe. Oh, halt, da hinten gibt's noch was. Nebega. Möchte ich natürlich auch mitnehmen. Gut, dann auf zu Hope. Was mache ich bei dir, mein kleiner Freund? Dir mache ich den Augmentor. Das reicht nicht mal zur nächsten Stufe. Naja, gut. Okay, das Vanilleeis. Der Manipulator. Und bei Zazz. Was machen wir bei Zazz? Den Augmentor. Wird aber auch nicht zur nächsten Rollenstufe reichen. Nope. Mal gucken, was bei Snorp da noch irgendwas auf Stufe 2 ist. Ja, der Verteidiger. Sehr schön. Gestauter Zorn. Okay. Gut. Dann können wir weiterlaufen. Das ist ein Biomorph. Naja, an dir komme ich doch voll leicht vorbei, oder? Wow. Die größten Gegner sind am einfachsten zu umgehen. Wahrscheinlich, weil sie auch nicht so bewegungsfähig sind. Und da tauchen jetzt gleich wieder solche Schleimbolzen auf. Da kümmern wir uns dann auch wieder zuerst um dieses Gelee. So, Feuer und Gelee. Aber das machen wir zuerst platt. Die halten zwar nicht viel aus, aber können ganz gut, wenn es mehrere sind, austeilen. Da muss man dann auf jeden Fall aufpassen. Ah, jetzt macht er hier wieder auf einen großen Macker. Und macht sich wieder doppelt so groß. Man geht doch mal auf jemand anderen, nicht auf Lightning. So, nein. Oh Mann, Alter, ich will dieses scheiß Geleeblatt kriegen. Oh, shit. Lightning darf nicht sterben, komm. Alter. So, Tschüssikowski. Das war knapp. Der Kobold, der sollte jetzt überhaupt kein Problem mehr sein. Ja, das war's schon. Gut. Okay, dann geht's hier weiter. Aber was für Wege die hier haben, ey. Wo geht's da unten lang? Das ist wahrscheinlich auch so eine Abkürzung, oder? Ja, ich folge auch nur meinen Instinkten. Mein Bauchgefühl, wo geht's lang? Oh, da sind gleich zwei von denen. Tschüss, mein Freund. Biomob ist wirklich extrem langsam. Was ja eigentlich nur gut ist. So, haben wir hier irgendwas? Nope. Aber da haben wir was, bei diesen Kobolden. Da gibt's einen Behälter, den möchte ich haben. Deswegen schnappen wir uns die einmal. Und machen die mal schnell platt. Und da... Ah, keiner zu Hause. Hab ganz vergessen, dass bei mir das Telefon oben liegt. Ist einfach mal schnell weggedrückt. Ist jetzt nicht die feine Art, aber ich habe ja gesehen, wer es ist. Da darf ich mir das mal kurz erlauben. Ey! Keiner da jetzt. Ist aber gut. Kann mich hier nicht richtig konzentrieren.
So, voller Rang, wunderbar. Einmal Weichleder. So, jetzt schnappe ich mir hier noch... Oh, das kann nicht wahr sein. Was kriegen wir? Wir kriegen ein Metallband. Gut. So, Freunde, ich mache mal ganz kurz einen Cut. So, Freunde, da bin ich wieder. Und ich habe die Aufnahme jetzt nicht gestoppt, deswegen hoffe ich mal, ich vergesse das jetzt nicht rauszuschneiden. So, wo geht's lang? Hier oben müssen wir lang. Und dann haben wir hier einen Speicherpunkt, den ich jetzt aber nicht zum Speichern verwende, sondern um ins Geschäft zu gehen. Und zwar... Oh, Morbol-Speichel. Schön, ich möchte einen Heiltrank. Nimm mal 20 Stück. Sollte eigentlich erstmal reichen, ne? Nimm mal nochmal 20. Ich habe mal 40 Stück. Das sollte doch hoffentlich mal reichen. Fürs Erste zumindest. Hoffe ich das. Und dann... Oh. Das ist auch ein neuer Gegner, oder? Oder was ist das? Ach nee, da steht einer. Reigns? Oh, easy, guys. It's all right. Reigns is a Sanctum officer. He's been helping us out. Why are you here? Reigns! You traitor! I put you on the path. That was my focus. What? You're a sea? Since long before we met, I did my best to assist you, as bid by the Sanctum Falci. Now do you understand? The Falci have watched over you, guiding your every step. The luck that saved you time and again was a deliberate machination. Why, you may ask? The Primarch, or should I say, Bartandalus, is crafting you into the instruments of Cocoon's demise. We've been played for fools. A Cocoon Falci? Why? Why? To restore the Maker. The Maker? The entity responsible for creating both humans and Falci. Long ago, the Maker departed this world, leaving the two races behind. In a sense, human and Falci are brothers, orphaned by the same parent. As for the humans, they forgot the order imposed by the Maker. They began to war amongst themselves for the first time in history. The Falci focused on recalling their lost deity and returning the world to its former glory. This purpose lies at the heart of all their actions. Calling back the Maker requires a fitting sacrifice. Yeah, we've heard. The destruction of Cocoon. The lives of this world's entire populace. In bloody tribute. No. That's crazy talk. I don't get it. Why do they need us? Couldn't the Falci end Cocoon with just a thought? Their existence is bound to the creation and maintenance of this floating shell. It is their very nature that holds them in check. You mean, Cocoon Falci can't destroy Cocoon? They needed tools. If we can stop this by doing nothing... We'll do nothing. Noble, I expected as much. You lied to us. What happened to your dream of rebuilding Cocoon for the people? Was it all a lie? A shadow of a dream. From when I was human. It was change I craved, and once I'd built the influence to make things happen,
There was change. I gained all the power I could hope for, but was a puppet with no will to wield it. It wasn't the Falci who changed. It was me. You were made a Lassi? A Lassi, tied to an inescapable focus, a slave of destiny. I'd lost hope. I'd all but given up on dreams of freedom. What are you saying? I'm here of my own accord, not by Falci order. Seeing you fight brought it all back. Brought back that future I once strove for. I, too, will challenge my fate. What? Easy, guys. If I can defeat you here, the Falci plan will fail. Reins! I will use all my remaining power. I will set you free! Ja, ja, du wirst uns befreien, natürlich. Ich habe aber keinen Bock zu sterben. War ja klar. 226.800. Tolle Wurst. Ach du Scheiße. Gar nicht mal verkehrt halten, um zu kaufen, wa? So, Lassi gegen Lassi. Wer wird da wohl gewinnen? Okay, Verteidigung haben wir jetzt schon mal alles. Ich hoffe, mein Hope bekommt das jetzt hier noch halbwegs hin. Ich achte jetzt gerade nur ein bisschen jetzt auf ihn. Ja, natürlich, er kann sich auch heilen. Natürlich, klar. So, grüne Front. Dann kann Hope wieder etwas heilen. Gar nicht mal so verkehrt ist. Ja, schwach ist er nicht gerade, aber das Gute ist, dass es bei ihm alles normal ist. Und so haben wir dann vielleicht noch ganz gute Chancen, dass das doch noch was wird. Also Reigns ist jetzt eigentlich kein Verräter in dem Sinne. Er war, wie wir, nur eine Marionette von den Falci und er will sich jetzt befreien, er will uns damit dann auch befreien. Wenn er uns besiegt, scheitert der Plan und er rettet uns damit. Ja, Blödsinn. Als ob du uns damit retten würdest. Damit tust du uns keinen Gefallen. Man, kannst du auch noch was anderes außer Verteidigung? Ja, Angriffsmodus. Toll. Ja, jetzt kommt wieder Fang dran. Blitzschlag. Wir müssen den Serienbalken jetzt mal schneller. Goddammit. Fuck, nein, falsch, das war falsch. Grüne Front. Komm schon wieder durcheinander. Ich darf mir solche Fehler hier nicht erlauben. Mich zu verdrücken. Das geht ganz böse aus hier. Okay, wir nutzen mal jetzt die Verteidigungsphase. Und versuchen so seinen Serienbalken weiter zu steigern ein bisschen. Weil ein bisschen geht er ja dann weiter mit hoch. Ein bisschen in den Schockzustand mal bekommen. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt auch nicht hin. Ich muss gleich wieder heilen. Scheiße, das war zu spät, oder? Ne, noch nicht. Noch nicht. Es überlebt Hope. Ich hasse dich.
So, Hope, komm, aufstehen, weitermachen. So. Und in der nächsten Verteidigungsphase müssen wir dann wieder Rachekampagne machen. Oh shit. Was zum. Ja, natürlich. Du bist mir ein ganz netter Gegner hier. Ja, deswegen waren die ganzen anderen Gegner so leicht. Da gibt das alles Sinn. Oh, er macht Verteidigung. Okay, Rachekampagne. Können wir damit Lightning angreifen und Hope. Komm schon, Hope. Fang braucht auch noch, danke. So, komm front. Dann bekommen wir ihn jetzt hoffentlich endlich in den Schockzustand. Und? Damn, das ist so knapp. Ah, toll. Endlich! Gott sei Dank. Aber der Kampf geht eigentlich. Der Kampf ist eigentlich relativ leicht. Bis jetzt noch. Also wir müssen immer gut aufpassen. Mit dem Heilen und allem, aber es geht bis jetzt noch. Der Kampf geht noch. Ich hoffe, der macht dann auch wieder bald Verteidigung. Denn dann können wir wieder mit Rachekampagne uns wieder ein bisschen puffen. Das wäre nämlich auch nicht verkehrt. So. Okay, er greift an. Aber Gott sei Dank Hope, denn Hope hat noch Protoss. What the fuck? Ohne Protoss hätte Hope das jetzt nie überlebt. Verteidigung. Rachekampagne. Schön alles aufwerten. So. Okay. Dann geht's wieder ab in die grüne Front. Top schon hin mit dem Heilen, oder? Ah, ich verträume mich. Ja, du willst nicht als Falsi-Sklave sterben. Ist okay. Dann wirst du eben durch die Hand eines Nissi sterben. Nicht als Sklave, sondern als Arschloch, das versucht, unseren Dauern anzugreifen. Super, jetzt hat er auch noch seine Verteidigung, seinen Angriff und alles erhöht. Oder? Was hat er alles? Ne, Angriff nicht. Aber er hat auch Protoss, was ich jetzt nicht so doll finde. Ach, super. Genau das, was ich jetzt gebrauchen kann. Ja, Vitra. Natürlich. Alter, nein. Nein. Lightning, überlebt das. Überlebt das. Überlebt das. Ich hasse dich sonst. Ich hasse dich. Fuck. Mit Protoss hätte das Lightning überlebt. Aber er hat uns das alles wieder weggenommen. Ich wollte nicht jetzt zur Rachekampagne wechseln, weil ich jetzt nicht wusste, ob das dann schief geht, wenn ich das mache. Okay, gut. Naja, dann ist ja klar, was ich jetzt mache, ne? Ich mach's offscreen und hänge es dann an diesem Part mit dran. Wir sehen uns also gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe Reigns besiegt und ich habe eine andere Taktik angewandt wie zuvor. Davor war das ja sehr defensiv und ich habe es jetzt nochmal offensiv probiert. Und da hat es dann auch wunderbar funktioniert. Ich habe dann auch mal Odin
zu Hilfe gerufen, als er auf Lightning einschlagen wollte und sie eben keinen Protest hatte und dann wieder hops gegangen wäre. Deswegen habe ich damals schnell Odin gerufen. Und dann hat das alles ganz gut funktioniert. Und habe sogar noch 3 Sternchen bekommen. Und jetzt gucken wir mal, was weiter passiert. Wir haben noch eine Tetra-Krone und eine Werkelstube. Oder die Werkelstube Mogri. Und das Kristarium wurde erweitert. What? Did he complete his focus? I don't think so. All Reigns did was try to save Cocoon in his own way. His own way. What? Hey! Where are you? Snow! I think Reigns was searching. Searching for a way to make us understand. To understand the frustration of being a Lassie. A Lassie bound to a focus. And maybe what it meant to be human. So, wir haben da wieder einen verloren, und zwar Snow. Der jetzt rausgerannt ist, aber immer noch hier angezeigt wird. So, und beim Kristarium machen wir weiter. Erstmal mit den 6000 Kristarium-Punkten. Und ich würde sagen, wir machen mal hier Brecher. So, reicht nicht ganz. Da gibt es Angriffskraft. Banga. Vega. ATB-Stufe. Hm. Ja, jetzt geht das eigentlich so richtig los. Und was ich noch erwähnen wollte, also man kann die Charaktere ja überleveln. Das funktioniert sehr gut. Wie jetzt beispielsweise, ich vergleiche es jetzt mal mit Final Fantasy X. In Final Fantasy X habe ich mit meiner Freundin die Charaktere sowas von overpowered, dass das Spiel absolut keinen Spaß mehr gemacht hat. Also wir haben Stunden verbracht, um die Charaktere zu leveln, die Ultima-Waffen herzustellen, HP-Expander etc. etc. Das Resultat war dann, dass wir für jeden Gegner noch 1-2 Schläge gebraucht haben und dann war er tot. Ja, und deswegen mache ich das hier nicht, vor allem nicht im Let's Play, weil es wäre für mich einfach nur noch stinklangweilig und würde mir absolut keinen Spaß mehr machen, wenn ich wieder nur einmal draufkloppen müsste und dann wäre der Gegner wieder platt. Also das raubt einem echt den ganzen Spielspaß. So privat, okay, dann kann man es nochmal machen, dann kommt man natürlich auch schneller voran, klar. Nachdem man erstmal Stunden dann verbracht hat, die Charaktere überhaupt zu leveln. Aber ich muss sagen, es war für mich da schon zum Kotzen langweilig und eigentlich echt schon enttäuschend, wenn du dann nur noch einmal draufhauen musst. Du hast keine Herausforderung, nix mehr. Das raubt dir wirklich alles. Und deswegen mache ich das hier ganz bewusst nicht. Also das war mir echt eine Lehre, das so zu leveln. Also wer das machen möchte, kann das natürlich tun, keine Frage. Aber für mich ist das so absolut null Herausforderung mehr. Deswegen will ich das nicht machen und werde es auch nicht tun. So,
Dann hätten wir doch jeden hier wieder die Kristallpunkte gegeben. Und dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Und im nächsten Part suchen wir mal Snow und gucken, wo der hingelaufen ist. Bis dahin. Ciao.